Hier ist Martin, ich grüße euch. Und zwar bitte den Risikohinweis lesen. Die von mir hier diskutierten Inhalte spiegeln nur meine Meinung wider und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf in welchen Futures-Optionen oder anderen Instrumenten dar. Haftung ist wie immer ausgeschlossen. Und ich möchte hier anknüpfen an meinem letzten Video, worauf sich Trader fokussieren sollten, und wir werden einmal ein paar Gedankengänge eben bezüglich des Goldmarktes hier mal durchgehen. Meine Meinung zu Gold, Klammer auf, interessiert sowieso niemanden in der Form, sondern wir schauen uns realistische, die realistische Preis-Action an, wir schauen uns ein COT an und machen noch oder werden noch darüber hinaus einige Gedanken hier vollziehen. Schauen wir uns mal das Gesamtbild an. Da sehen wir hier das Monthly Chart und ist natürlich hier ganz klar sichtbar, dass wir hier Richtung Top marschieren. Wenn ich jetzt langfristig jetzt die Sache betrachte, werden wir früher oder später wieder Richtung 18, 19 laufen. Die Frage, die sich jetzt hier für mich als Trader stellt, kann ich das oder sollte ich das jetzt von heute an traden oder ist jetzt der Einstieg jetzt günstig als Trader oder eher als Investor? Denn früher oder später werden wir diese Grenze erreichen, das ist ganz klar. Aber das kann ein Jahr dauern, das kann sogar vielleicht 2 Jahre dauern. Wir können hier eine Schiebezone einleiten und dann langsam hier hochkommen. Das heißt, wenn ich langfristig denke und langfristig spare, spare Klammern auf, investiere, horte, was auch immer, und da brauche ich gar nicht ständig an Weltwirtschaftskrisen denken und so ein Quatsch, denn mich interessiert nur eins, steigt der Preis meines Underlyings und er wird steigen, denn wir sind hier in einen Bullenmarkt hineingekommen seit August 19. Und das letzte Mal, als wir hier dieses bullische Signal hatten, das war im Mai 2001 und vorher sogar hier 86. Und danach, ne, vor allem seit 2001, ist der Markt natürlich gigantisch gelaufen. Wir waren seit 13 bis jetzt eben 1. Juli 19 oder September in einer Seitwärtszone, leichten Bärenmarkt, und jetzt sind wir in einen Bullenmarkt reingekommen. Ja? Und das sind Commodities. Und Commodities können jahrelang laufen. Ja? Und sie werden wahrscheinlich, in dem Fall Goldpreis, auch jahrelang laufen. Das heißt jetzt aber nicht, ja, dass wir als Futures Trader jetzt hier sagen, jetzt gehe ich long und jetzt wird alles gut. Wenn der Zeithorizont nicht lang genug ist, werden wir Verluste haben. Wenn der Zeithorizont 2, 3 Jahre geht, werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach Gewinne haben. Diejenigen, die jetzt hier auch anfangen zu investieren, das ist meine Meinung. Und nicht nur meine Meinung, sondern es gibt die Preis-Action her. Und auch die Konstellation in COT. Jetzt machen wir gleich mal den Sprung zum COT. Das habe ich ja auch in meinem COT-Brunch etwas ausführlicher besprochen hier. Jeder kann sich selber hier die ganzen Daten, CME Group, COT-Tool hier anschauen. Da kann man sehr schön rumexperimentieren. Würde ich jedem empfehlen, jedes Wochenende hier immer ein bisschen dazu zu lernen, ne? Wie sich das Ganze jetzt, vor allem was das jetzt bedeutet, was die einzelnen Marktteilnehmer sind, etc. etc. Und wir sehen hier glasklar, dass wir hier Managed Money, haben wir die Long-Position, und die Producer haben wir hier die Short-Position. Dieser Report ist aufgeteilt im das ist ein Disaggregated Report, denn es ist so, Commercials sind nicht gleich Commercials im Legacy Report, denn im Legacy Report sind ja, bei den Commercials eben die Swap-Dealers drin, die nämlich keine Ahnung von der Materie haben, die einfach nur sehr viel Geld verwalten. Und aufgrund dessen hat man eben den Disaggregated Report gemacht, sozusagen.
Und dagegen hat sich die Swap Dealer Association sehr stark gewehrt. Trotzdem wurden dann da hier die Commercials und die Swap Dealers hier eben separat behandelt. Aber die Summe dieser beiden, Producer und Swap Dealer, bildet beim Legacy Report, das sind die Commercials, aber es ist ja ungenau. Der Legacy Report in der Form, das ist hier genauer, denn wir sehen hier mit der roten Linie entsprechende Konstellationen im Markt von den echten Commercials, die die Ware besitzen oder verarbeiten. Und wir sehen hier zum Beispiel eine längere Zeit, waren wir hier im Extrembereich, auch hier auf der Longseite. Wir sehen, das waren über viele Jahre, 4, 5 Jahre, ein riesiger Bullenmarkt. Das heißt, eine entsprechende Long-Konstellation, eine bullische Konstellation, heißt noch lange nicht, oder wenn die Schere hier extrem wird, in diesem Fall heißt es nicht, dass der Markt unbedingt drehen muss. Es wird sicherlich Zeiten geben, wo wir ein bisschen korrigieren, wir bleiben aber im Haupttrend. Hier beginnt die Schere auch wieder hier zu steigen. Im Gegensatz zu den letzten Monaten haben wir hier aber, wie gesagt, durch die ADX, die Monthly ADX-Konstellation, sprich steigender Trend, der weiterhin steigt, mehr Kraft im Markt, sodass der Markt sehr wahrscheinlich mehr Kraft haben wird, weiter zu laufen. Und ich sage euch nachher gleich meinen Tipp, was der ungefähr in den nächsten Monaten machen wird, von der entsprechenden Price-Action-Seite her. Aber vom COT ist das jetzt sehr schwer zu handeln. Die ursprüngliche Thesen, klar, wir sind jetzt hier im Extrembereich und deswegen Short ist immer relativ. Wie lange Short? Das kann sich nur um 10, 20 Dollar vielleicht handeln, eine Korrektur. Das kann aber auch eine 100 Dollar Korrektur sein. Deswegen ist das unheimlich schwer zu beantworten. Dazu brauchen wir das Feintuning. Und auch deswegen haben wir ja den ADX. Grundsätzlich ist es so, ja, wir sind etwas extrem, aber jetzt kommt's, wenn ein Trend beginnt, was jetzt gerade auch tut im Monthly, dann dürfen oder müssen wir auch extrem sein mit den Positionierungen. Ich würde hier sehr vorsichtig sein, zu sagen, jetzt drehen wir hier gleich sofort, weil wir nun einmal ein bisschen extrem sind, denn eine Gruppe, die ich jetzt hier öffentlich nicht besprechen möchte, es bleibt ein kleines Geheimnis, irgendwas muss man ja auch mit sich tragen, eine Gruppe ist noch nicht short und die hat ein verdammt gutes Timing und diese Gruppe, da sehe ich noch keine Short-Bewegungen, sodass ich da auch weiterhin der Meinung bin, dass wir momentan das Top, hier das kurzfristige Top oder seit längerer Zeit das erste Top hier nicht, dass es noch nicht gesehen ist. Klar, das ist jetzt das ursprüngliche Top, aber ich denke mal, hier werden wir noch über die 16er kommen in naher Zukunft. So, denn hier zum Beispiel auch hier die Commercials fehlen mir im Gegensatz zu der Long-Seite. Oder sagen wir es andersherum. Die, also Manage Money, die Long-Seite in dem Fall. Die Trendfolger, die sind sehr gut im Plus immer. Die machen die Trends. Sie verstärken Trends, machen die Trends. Und die Commercials auf der anderen Seite machen die Turns. Die Turns heißt, an irgendeinem Preislevel werden die Commercials extrem. Und das heißt für uns dann, jetzt ist an irgendeinem Level X erstmal ein bisschen Schluss. Und dieses Extremlevel von den Commercials, die die Turns machen, ist meines Erachtens, wenn wir das zeitlich sehen, noch nicht voll ausgeschöpft oder erreicht. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Luft, bis wir hier die Extremwerte hier erreichen aus der Vergangenheit, sodass ich jetzt noch nicht genau sagen kann, von den Commercials her, die Turns machen, nicht die Trends. Die Trends sind überkauft. Das sind sie aber immer. Denn die brauchen oder wollen auch noch eine steigende Price-Action, um vielleicht auch hier ein bisschen Gewinne mitzunehmen. Das heißt, es wäre schon gewünscht von den Marktteilnehmern, dass der Markt hier noch ein bisschen, ich schätze mal 70 Dollar von jetzt 17, wo sieht man denn 15, 60, also ich gebe ihm 16, 30, 16, 40 übertrieben und dann könnte er eine Range zwischen 16, 20 und 16 ungefähr finden in den nächsten Wochen, Monaten, erste Jahreshälfte. Denn jetzt kommt natürlich auch die Öffentlichkeit hier ins Spiel. Es wird
hier auch immer jetzt an einigen Magazinen oder News hier. Ne? Und das ist aber gewollt und interessant, denn wir brauchen jetzt ein bisschen, sagen wir mal, das dumme Geld, das den Markt jetzt noch ein bisschen beflügelt, damit die Profis, die sich natürlich jetzt positioniert haben, rausgehen. Ne? Sonst würden sie sich ja kannibalisieren. Das heißt, die haben jetzt hier super extreme Positionen aufgebaut. Und wenn sie jetzt alles wieder verkaufen würden, ja, dann haben sie ja nichts. Ne? Also brauchen sie noch scheinbar etwas. Und vor allem die Commercials sagen, nein, wir sind noch nicht extrem, da kommt vielleicht noch was. Ne? So, das ist jetzt meine Interpretation, ne, des Goldmarktes von der Langfrist her, von den Levels her, würde ich sagen, ne, dass der Markt eine Chance hat, ungefähr so bis in diesen Bereich hier reinzukommen. Wenn mit Übertreibungen vielleicht so 16,50 ganz leicht mehr, da halte ich den Markt für momentan dann eben gesättigt hier auf der Long-Seite. Ne? Da haben wir noch ein bisschen Luft, denn wir haben hier noch überhaupt keine Anzeichen einer Erholung, ne, des ADX. Das ist völlig in Ordnung, wenn der ADX steigt. Das heißt, ich sehe hier einen neuen Push, ein Monat, vielleicht zwei Monate. Dann kriegen wir irgendeine kleine Übertreibung und dann, meines Erachtens, wird der Markt sich hier auf diesem Level so ein bisschen aufhalten. Vielleicht vom zeitlichen her könnte man das vielleicht ein bisschen so einschätzen. Also ich schätze dann so die zweite Jahreshälfte dann. Ja, das kann man schlecht sagen, Korrekturen, aber ja, dass er da erstmal die Übertreibung erstmal macht. Ne? Das ist immer so, wenn ein neues Level hier hat und dann sucht er sich dann vielleicht eine längere Range und wird sich dann langsam irgendwann vielleicht nach entsprechenden Stop-Outs hier Stop so langsam hier hochwuscheln. Denn er wird hier nicht zweimal das Gleiche machen. Das erste Mal war sehr schnell und extrem. Das zweite Mal wird er diesen Anlauf nicht so machen. Das heißt, er wird ihn langsamer machen. Ne, so wird das Bild sein. Das wird auch vom ADX her passen. Wird ein bisschen schwächer werden. Ne, wird der Trend ein bisschen abfallen. Aber momentan sind wir noch im steigenden Trend. Sehr, sehr stark. Das Weekly auch. Ne, das Weekly haben wir auch einen steigenden ADX. Wir sehen hier alle Werte hier wunderbar, Parabolik läuft. Wir sind zwar hier rausgekommen aus den Bollinger-Bändern, das ist zwar gewöhnlich ein Short-Signal, aber nicht, wenn der ADX steigt. So, ne, im Daily sind wir gut gelaufen in den letzten Tagen, da ist die Luft momentan ein bisschen raus, das heißt, wir werden hier ein bisschen hier schwächeln, seitwärts, in den nächsten Tagen, ein, zwei Wochen wahrscheinlich. Aber ich tippe eher Richtung seitwärts, leicht aufwärts erstmal, ne, denn der Trend ist sehr, sehr stark. Wir haben hier Luft zur Korrektur bis 15,20, ja, das ist so machbar. Aber so wie der Markt sich jetzt gerade gestaltet, ja, müssen wir da ein bisschen abwarten. Er hat ein Momentum und er will ihn das Momentum auch sehr wahrscheinlich auch ausnutzen. Wir kriegen hier in 4 Stunden möglicherweise wieder ein Long-Signal. Und was ich sagen will, ist, dass wenn die Commodities laufen, diese auch laufen. Ne? Und wenn ich jetzt als Trader meine Trading-Box suche, dann ist es folgendermaßen. Ja? Man sollte, egal nur welcher Markt es ist, Big Picture, Small Picture, einfach die entsprechenden ja, Instrumente wählen, die man hier kennt. Ne? Die einen eine wiederholbare ja, oder wiederholbare Erkenntnisse liefern, runterfahren aufs Daily und dann, erst dann, wenn man dort Möglichkeiten sieht, sich so zu verbreiten, dass man sagt, okay, wenn das in dieser Woche eintritt, dann gehe ich hier long oder short. Das ist völlig unabhängig, was jemand glaubt, was der Goldpreis oder Ölpreis oder egal welcher Preis macht. Wir müssen erstmal den Ist-Zustand kennen. Und wir müssen den Ist-Zustand erstmal analysieren. Das haben wir jetzt hiermit getan. Der Ist-Zustand ist sehr bullish. Momentum noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir müssen immer damit rechnen, dass er nach oben ausbricht. Erst wenn das Monthly oder so Anzeichen gibt einer Schwäche, können wir dann sagen, okay, die nächste Wahrscheinlichkeit ist eine Schiebezone. Ja? So, das dazu, zu dieser Annahme kann ich jetzt nicht kommen, weil der Price Action mir das noch nicht zeigt.
Also gehe ich davon aus, ne, dass der Markt hier noch ein bisschen was will. So, wenn ich jetzt sage, wenn ich das jetzt sehe, könnte man sagen, okay, im Weekly könnte man kurzfristig short gehen mit einem Ziel vielleicht von 20, 30 Dollar. Ja, das könnte man probieren. Ne? Würde ich beim steigenden ADX aber nicht machen. Da würde man gegen den Trend handeln. Ist nicht mein Ansatz. Es gibt Ansätze, aber meiner ist es nicht. Im Daily waren wir auch kurzfristig überkauft. Hier aus den Bändern sind wir da drin. Ja, jetzt werden wir uns da sicherlich noch ein bisschen erholen, also eine Seitwärtsphase. So, dieser Bereich ist natürlich jetzt erstmal kurzfristig realistisch. Aber durch das Momentum kann das Ding nochmal durchstarten, ohne großartige Probleme. Denn wir müssen auch eins hier noch besprechen. Jetzt muss ich gucken, ob ich es im Daily mache. Und zwar ist das hier das Settlement der Optionen. Das Settlement der Option ist meistens Ende des Monats bei Gold. Das heißt, wir hatten hier, ja, Schatzi, Moment. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Mein Sohn kam gerade rein und wollte technische Hilfe beim Computer, beim Roboter. Genau. So, jetzt muss ich selber mich wieder finden. Also wie gesagt, würde ich jetzt hier, ja, oder kurzfristig im Daily hier ein kurzfristiges Short, sprich jetzt erstmal eine Seitwärtsphase hier möglicherweise auf diesem Niveau. Die 4 Stunden allerdings deuten wieder auf einen steilen ADX hin. Das heißt, das Momentum wird hier momentan wieder größer. Also man kann, darf sich nicht wundern, wenn wir folgende Marken hier abarbeiten in den nächsten Tagen, dass wir schnell Richtung, jetzt muss ich aufpassen, 77, Nummer 2, also die 73, 72. Also in diesem Bereich könnte der Markt jetzt die nächsten 4 Stunden könnte hier antesten, und wenn es ihm gelingt, auf Schlusskursbasis die Power zu schließen, zu überwinden, ist der Weg frei wieder Richtung 16, 15,90, 16. Das ist jetzt momentan das Small Picture. Auch Stunden sind jetzt wieder bullish. Das heißt, das ist jetzt halt genau die Kunst des Tradens. Das ist das, was Riesenspaß macht. Und weil es halt, ja, weil es halt Spaß macht. Hier. Das ist das Big Picture. Und wenn man jetzt hier mit der Lupe sozusagen, ne, wenn man das jetzt mal so Bild, das kann man mit dem so schlecht machen hier. Wenn man das jetzt hier so, wenn man sich so bildlich das vorstellt, dass ich hier, ne, mit der Lupe sozusagen in das Monthly, ne, jetzt hineingehe. Das ist jetzt hier unser Monthly Chart. Ne. Da haben wir hier dann das Weekly, Daily, und an irgendeinem Punkt sehen wir jetzt dann wieder den Markt steigend, ne? 4 Stunden, Stunden, wie zum Beispiel jetzt auch, die Stunden, 4 Stunden sind sehr bullish, das heißt, der Monat ist jetzt bald hier in der Mitte, und wenn das Momentum weiter anhält, tendiert der Markt dann hier dieses Candle nochmal grün zu beenden, oder zum Beispiel in diesem Bereich, so kurz vor der 16, er kann ihn nochmal ausreizen, den Markt, und dann zum Schluss, zum Monatsverfall, dann wieder leicht, vielleicht leicht, zetteln wir leicht unter der 16, vielleicht 15, 75, 15, 95, sowas in dieser Range könnte das Settlement sein, in diesem Monat. Das wäre zum Beispiel jetzt das naheliegende. Genau, und jetzt weiß ich, wo ich stehen geblieben bin, und zwar mit dem Optionsverfall. Und das war jetzt der Live-Beweis, wie das Unterbewusstsein arbeitet, wenn es dann das vernetzte, die vernetzten, den vernetzten Kontext wieder hat, erinnert er sich wieder hier. So, wir haben hier Ende des Monats, hier, da hatten wir das Settlement, das war, sagen wir, in diesem Raum, grob, ja, dann war das hier Ende November das Settlement. Dann war das Ende, im Oktober das Settlement. Also hier hat man eine ganz klare Seitwärtsphase vom Settlement. Das kann sich hier ein paar Dollar unterscheiden, das ist nicht viel.
Aber das letzte Settlement hier, da haben wir einen Aufwärtstrend vom Settlement her. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf einem höheren Level, wie vom letzten Level, ungefähr hier, das war das letzte Level, dass wir hier oben setteln zum Monatsende, zum Verfall, ist gegeben. Ob es stattfindet, weiß kein Mensch, aber die Chance, dass wir jetzt in diesem Bereich setteln, ist groß. Meistens ist, so wie hier auch, nach einem Settlement, ja, geht es dann nochmal ein, zwei, drei Tage hoch. Und da weiß man nie, ist der Markt jetzt hier, also kurzfristig, wie gesagt, nimmt er wieder dann nochmal die Fahrt auf in der Richtung, die er gestartet hat. Und irgendwann würde er drehen. Deswegen wäre dann meine Theorie auch vom Optionsverfall her dahingehend plausibel, sage ich mal, ja, dass wir hier nochmal Momentum reinkriegen, dass wir über die 14 eine Übertreibung hier nochmal reinkriegen in diesem Bereich, also bis zum Verfall hier. Dann wird es nochmal eine Übertreibung vielleicht geben und dann, ne, könnte das nächste Settlement vielleicht auf dem gleichen Niveau stattfinden, ein, zweimal. Oder März, muss man schauen. Ne? Also das wäre dann durchaus denkbar. Ne? Da bieten sich schöne Butterflies an und was auch immer. Ne? Also es würde passen zum Gesamtbild. Ne? Der Markt kann aber noch mal runterkommen. Und hier ein Setup machen, halte ich von der Dynamik her, was er gerade jetzt hier abliefert, für zum jetzigen Zeitpunkt, 2 Wochen vor Verfall, eher unwahrscheinlich. Ja. Eher unwahrscheinlich, also unwahrscheinlich ist nicht richtig, unwahrscheinlicher, ne? So reden wir. Ne? So hätte der Markt die Chance. Und wie könnte ich sowas traden? Ich kann sowas wunderbar, oder ich könnte, oder ich würde, oder ihr, wenn ihr das Wissen habt, nur mit Optionen traden, dass ich ein bisschen bullish bin, oder dass ich eine Seitwärts-Range hier reinkriege, ein bisschen bullish, leicht bullische Komponente. Da gibt es einen Broken Wing Butterfly, jetzt nicht auf. Also praktisch eher auf Debit, dass wir ein bisschen Geld ausgeben und eine Range haben und ein bisschen eine Long-Komponente. Das wäre eine Lösung. Ja. Oder einen kleinen Debit-Spread, vielleicht auch out of the money oder sowas. Ne? Dass wir das Momentum bis zum Verfall gegebenenfalls noch ein bisschen mitnehmen. Ne? Das wäre so die Lösung. Und wie gesagt, es gibt, ne, also es gibt, sondern es gibt verschiedene Wahrheiten. Gold ist bullish, Gold ist in einem Bullmarkt, definitiv. Während dieser Phase, so wie auch in dieser Bullenphase, gab es mal Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Ja, aber es ist jetzt ein Unterschied zu den letzten Aufwärtsbewegungen, weil wir hier keinen Trend hatten. Wir waren hier immer noch in einer Range gefangen. Hier sind wir nicht mehr in einer Range gefangen. Ja, das heißt, hier hat der Markt auch vom COT her mehr Kraft, was rauszuholen. Ne? Hat er mehr Kraft. Ne? Hier noch ein bisschen weiter zu steigen, bevor vor allem die Commercials hier ganz extrem werden. Die fehlen mir noch. Ja. Wer sehr extrem ist, sind eben die Swap-Dealers. Ja. Die sind hier sehr extrem, ja, aber die echten Commercials nicht. Ja, das ist schon faszinierend. Ja, also hier hatten wir den Turn, aber auch nicht perfekt vom Timing her. Also hier, ob die Swap-Dealers jetzt hier perfektes Timing haben, muss man jetzt auch eruieren. Also hier waren sie auch extrem, ging es aber trotzdem nochmal rauf. Das kann man auf den Punkt genau auch nicht sagen, aber mich interessieren die echten Commercials. Und diese sind einfach noch nicht so richtig positioniert wie hier in diesem Bereich. Und wir sehen hier einen kleinen Unterschied, dass die Swap-Dealers hier weniger Short waren als die echten Commercials. Hier sind die echten Commercials weniger Short als die Swap-Dealer. Was auch immer das heißen mag, haben wir selten die Konstellation gehabt. Als wir sie hatten, hat man eine Korrektur. Und sie wird ja auch irgendwann kommen. Es wird nicht lange warten. Aber jetzt zu shorten halte ich noch ein bisschen für riskant in der Form. Und das ist mein Ansatz in der Form. Also ich hoffe, konnte da so ein bisschen Praxis reinkriegen in die Theorie und wünsche euch viel Spaß beim Traden.